Hallo und herzlich willkommen zu Part 2 von Oddworld Munch's Odyssey. Von mir, Alex. Was ich vergessen habe, in dem vorherigen Teil zu sagen, ist, dass ich durch Fraps bevor ich das Level beende, die Aufnahme beende. Weil Fraps da irgendwie einen Fehler hat, dass mir dann Oddworld Munch's Odyssey dann immer abstürzt. Nur mal so zum Sagen. So. Wir sind durch die Höhle gekommen und nun sind wir in den Spoosecrubs Fortress, Forest, also in den Spoosecrubs Wald gekommen. Und hier werden wir mehr mit Gamespeak lernen und hauptsächlich hier ganz viel Spoos sammeln. So, da haben wir einen Modicon. Wir sagen hallo. Hey Abe. Und jetzt folgt er uns. So, Modicons, die können ganz viel für uns machen. Und ich springe. Die können zum Beispiel für uns Türen öffnen, dann können sie für uns kämpfen, die können auch Hebel ziehen eben für uns. Okay, little elbow, zum Beispiel hier, jetzt öffnet doch für uns die Tür. Finde ich toll. So, hier seht ihr schon ganz viel Spoos, was wir hier alles sammeln werden. Hey, you managed to get out of the cave! Wow, so impressive. Okay, listen up. Find your lazy Mudok and friends and lead them to the entrance of the big well. Let the Spooshrubs be your guide and heed the wisdom of the Story Stones. Now get your blue button gear. Wir müssen jetzt alle Mordekons finden, wie der Schamane gesagt hat, und sie mit bis zum Ende mitnehmen. Weil die für uns noch Tore öffnen müssen, für uns kämpfen müssen noch und alles sowas. Und hier kommen eigentlich auch schon in diesem Level die ersten Gegner und ersten Fallen. So, erstmal Tor öffnen. Genau, wir können sogar alle gemeinsam rufen, damit die uns dann alle gemeinsam eben folgen. Und hier sieht man, wie, dass wenn man nicht genug Spoos zusammen hat, sich Spoos da reinsparen kann oder gucken kann, wie viel Spoos man hat. So. Everybody listen. Hey, Gabe. Hey, Gabe. Der hat aber spät gescheckt. Und ich laufe fast gegen den Hügel. So. Erstmal das ganze Spoos einsammeln. Und hier sind zum Beispiel die ersten Fallen. Das sind Minen. Und das sind irgendwie komische Minen. Wenn die explodieren, wachsen die danach. So, ich muss aufpassen und ich lasse sie da stehen, weil das zu gefährlich wird. Hier, das sind solche Schleudern, die man mit Spoos aktivieren kann, also freimachen kann. So, und jetzt lassen wir uns wegschleudern. Und erstmal das ganze Spoos einsammeln. Der Großteil dieses Levels besteht wirklich nur aus Spoos sammeln und Mordekons mit Mordekons reden. Egal, ich wiederhole mich schon wieder. So, erstmal. Okay, listen up. So, und für uns können nicht nur ein Mordekon gleichzeitig arbeiten, sondern hier gleich zwei, wenn nicht sogar mehr. So, die öffnen für uns jetzt zwei Tore, erstes und da hinten zweites. So. Jetzt noch die anderen da hinten aufsammeln. Und hier ist ein so ein großes Tor, wofür wir mehr Mordekons brauchen als nur zwei. Für dieses Tor brauchen wir nämlich 6 Mordekons. Ja, was gibt's eigentlich dazu noch zu sagen? Das war schon der Hinweis. So, jetzt kommt gleich wieder mein Freund. You may notice that if one of your friends passes on, you can bring them back to life by giving spoos to this resurrection totem. Gut. Also, wir können an diesen Totems können wir tote Mordekons wieder zurückholen für 10 Spoos. Das werde ich vielleicht sogar noch öfters brauchen müssen.
Ich werde aber auch nicht versuchen, alle Modicons zu retten. Ich werde eigentlich nicht versuchen, alles, was ich retten soll, versuchen zu retten. Ich werde vielleicht versuchen, einige zu retten, aber nicht alle. Okay, get to work. Ich kann mich entspannt zurücklehnen kurz und die machen für mich auch. So. So, folgt mir. Ich muss hier stehen lassen. Genau wegen den Steinen. Da eure Freunde nicht springen können, müsst ihr euch hinter die Stellen Sprungtaste drücken und dann darüber werfen. Und das ist für mich ja so eine stressige Arbeit. Also ich glaube, das wird man hier in diesem Level öfters machen als in anderen. Ich weiß es nicht mehr so genau. Ich habe das Spiel nicht mehr so lange gezockt. So. Dann habe ich noch den. Und den dann nicht vergessen. Na los. Geht doch. So, und mir geht langsam der Gesprächsstoff aus. Das kriegt man ja auch irgendwie mit. Egal. So, ihr dürft jetzt das Tor öffnen. Die haben so viel Enthusiasmus, wie man merkt, wenn die dauernd an die Arbeit gehen sollen. Everybody listen. So. Bei noch Essen. Alles Bows hier einsammeln. So, und da oben wartet ein Modicon auf uns. Mit ganz viel Bows. Und den schmeißen wir da jetzt runter. So. Ich werde noch ein bisschen Spurs versuchen zu sammeln. Obwohl, nee, das ist sinnlos. Das ist dann auch zu viel Arbeit. Beinahe vergessen, Tor zu öffnen. Gut, das hätten wir. So. Und hier finden wir einen Zap-Pencher und da drin ist ein Modicon gefangen, umzingelt von Minen. Den werden wir dann auch noch retten. Aber erstmal bringe ich die hoch. So. Sowas hier ist ein Zap-Pencher. Also ich weiß nicht, was das alles auf Deutsch heißt. Darum nenne ich einfach das bei englischen Namen. So. Genau, Zap-Pencher. In diesen Schleudern, die wir dann öffnen werden, werden wir die Modicons reinwerfen und die werden dann für uns dieses große Tor da öffnen. So. Und ich brauche erstmal genug Spows, um das überhaupt zu aktivieren. Spows, Spows, Spows. Hey, what's happening? Ihr wartet auf uns, Eno. Hey, Abe. Und der hat jetzt irgendwie spät reagiert. So. Aufpassen, dass ich da nicht reinlatsche, weil ich bin in den vorherigen Aufnahmen da reingelatscht. Und da vorne in den Landminen auch reingesprungen. Darum habe ich das erstmal gelassen, da reinzustellen. Das war mir dann auch zu doof. You better stay here. Whatever. So. 30 Spows zusammen, sogar 31 und meine W-Taste klemmt wieder. Wie in dem MW2 Let's Play die Grube. Und ich hoffe, ja. Gut, ich hoffe, sie klappt jetzt wieder. There's my buddy. Hey Abe. Gut, er hat's gehört. So, jetzt dürfen wir den anderen nicht vergessen. Die stellen wir dann da unten hin. Weil das mir zu stressig ist, da die okay, hochzubringen. Listen up. Hey, hey, what's happening, Abe? Ach nee. Mir fällt jetzt gerade irgendwie zu den Zap-Pencher nicht in. Nix in. Yeah, whatever.
So, ja, hier könnte ich noch sagen, ich brauche 5 Malakoms, um das zu öffnen, aber ich habe gleich erstmal die alle damit hochgenommen. So. Und meine W-Taste klemmt immer noch, was mich gerade übelst ankotzt in der Aufnahme, aber egal. Ich werde das jetzt für euch aushalten. Und ich will jetzt erstmal die Let's Plays machen und reinstellen, weil ich davon zu wenig gemacht habe und gerade auch irgendwie hinterherhänge. Da war erst noch mein Mikro kaputt, dann musste ich mir jetzt ein neues ausleihen. Und alles sowas, also das war schon etwas stressig für mich. Und nein, du gehst da jetzt nicht ran. Und ich werde jetzt versuchen, erstmal in kürzerer Zeit welche reinzustellen, welche Beats oder Videos. Ich habe jetzt mal Beats abgekürzt. So, und ihr seht jetzt, der macht für uns die Arbeit und da müssen wir jetzt 5 reinschleudern, die das dann machen. Und dann haben wir das große Tor zusammen offen. Und dann wartet dahinter, hinter dem Tor, eine schöne Überraschung auf uns. Da zeigen dann die Madekons, was sie drauf haben. Und nein, Abe, lass es rein! Böse Miete! So. So, der macht jetzt auch weiter. Und falls ihr denken solltet, dass wenn ich die da rüber schleudere. Ey! Gut. Also, der. Ey, lass es sein! Die müssen jetzt näher kommen. Hey, 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 what's up, Dave? You better stay here. Yeah, yeah, sure, whatever. Gut. Und wenn ihr denkt, dass, wenn ich die da reinschleudere, die nicht wiederkommen. Und was war das jetzt? Dann braucht ihr keine Angst darüber zu haben, die kommen dann wieder. Wenn die dann fertig sind und alle da drinnen, wenn die dann vor das große Tor teleportiert und meditieren und wartet dabei auf euch. Also ihr braucht euch über die Malakons keine Sorgen zu machen, die kommen wieder. So, jetzt dann. So, und nun haben wir das besprochen. Jetzt werden wir erstmal die ganzen Modicons hier einsammeln. Und dann seht ihr, was dahinter eine Überraschung ist. Was da hinten für eine Überraschung auf uns wartet. Everybody listen. Ich hoffe, das haben wir jetzt alle gehört. Hey, und ich hoffe, die kommen jetzt hinterher. Seht ihr, und da warten sie schon auf Everybody euch. Everybody listen. Hey, 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 hey. So, wo sind die anderen? Da hinten kommen sie. Almost there, Abby. Now be careful, because Slink security forces have occupied the lands around the big well. Rich mineral deposits, you know. Are you gonna let a murderous Slink and a pack of wild sloths stand between you and a big well? Are you, huh? So, genau das hier wartet auf uns. Hier sind nämlich unsere Feinde. Die Slicks. Richtig uns gemeine Roboter mit Schlagstöckern und Maschinenpistolen und die gibt's auch in gepanzerter und größerer, stärkerer Version. Und daneben, das sind Slugs, ihre kleinen Schusshündchen. Jo. Und hier werden die Malakons für uns kämpfen. Und ich werde mich aus dem Kampf da raushalten. Weil ich bestimmt nur sehr schwer verletzt werde. Okay, get the work. So, jetzt öffnen die das erstmal für uns. Na, wird das noch was? Finde ich toll. So. Jump him. Hey, you there. Mach sie fertig. Seht ihr, unbewaffnete Modicons haben was drauf gegen bewaffnete Slicks und gegen Hunde, also Slugs. Just sit tight, be cool. So. Yeah, 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 yeah. Hey, Stitch Lips,
Now, you gotta get through that slog run. Don't worry about your buddies. I'll help them catch up to you later. Just get to the tunnel that leads to the big well. Got a boogie? Gut. Also, wir müssen uns keine Sorgen um die Modcons machen. Die kommen dann später mit uns. So, und was ich hier toll finde an Oddworld Monster Odyssey, es gibt so eine Getränkeautomaten, mit denen ihr zum Beispiel eure Sprunghöhe verbessern könnt, eure Geschwindigkeit, euch heilen könnt, unsichtbar werden könnt und alles sowas. Hier, zum Beispiel durch die Espresso werdet ihr ultra schnell. So, gucken wir uns erstmal die Info an. Also, Slog One, wir müssen jetzt Espresso trinken und jetzt da durchrennen und das ganze Bow sein. Wir kriegen das hin. Und hier kann ich euch das zeigen mit dem Einsporn. So, das haben die jetzt eingespart. Und ich brauche Espresso. An der Info brauche ich nicht gucken. Da steht einfach nur dasselbe wie auf der anderen Seite. So, und die beißen mich schon. Ja, sie treffen. Beweg dich, ey, beweg dich! Oh, gut. Wisst ihr, das ist irgendwie schwer, da durchzurennen mit einer verklemmten W-Taste. So, ein bisschen Espresso und dann kriege ich das schon wieder hin. So. Ah, ich renne da so durch wie so ein Betrunkener, treff kaum was. Egal. So, jetzt haben wir genug zusammen. Wir können das Tor jetzt öffnen. So. Und ihr seht schon, es ist Ende. Nice running, Abe. You made it. Now you'll find the big well on the other side of this tunnel. Which reminds me, I wonder how Munch is doing. Ich mag den Schamane irgendwie nicht. Der funkt mir dauernd in die Aufnahmen rein. Na egal. Ihr seht ja, es ist Ende. Und ich verabschiede mich schon mal. Ich hoffe, ihr guckt wieder rein, wenn es heißt Oddworld Monsters Odyssey. Tschüss.